ein Geheimnis. Ich weiß alles über sie. Ein Stück seiner selbst, das er verborgen hält. Sei ehrlich, Seth, du willst George nicht aufgeben, du hängst zu sehr an ihm. Weggesperrt, bis er es braucht. Dieses Verhalten könnte interpretiert werden als schizophren. Fern vom Licht, sicher in der Dunkelheit. Ich habe diese Wörter geschrieben, aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich es getan habe. Doch manchmal führen Geheimnisse ihr Eigenleben. Thad Bowman glaubt, er braucht George Stark nicht mehr. Die amerikanische Art zu sterben. So ist es. Er hat seine Aufgabe erfüllt. Zeit, ihn zu begraben. Aber George denkt nicht daran, leise zu verschwinden. Du merkst einfach nicht, wie du bist, wenn du diese Bücher schreibst, oder? Es ist, als ob sich Dr. Jekyll in Mr. Hyde verwandeln würde. Wir müssen dich wegen eines Kapitalverbrechens befragen. Alle Beweise sprechen gegen dich. George Stark ist von den Toten auferstanden. Hallo, George? Ich bin kurz davor, an Geistergeschichten zu glauben, aber du sprichst ja nicht von einem Gespenst, sondern von einem Mann, den es nie gegeben hat. Nein! Er will dein Leben leben, merkst du das nicht? Ja! Basierend auf Stephen Kings Bestseller Stark kommt von George Romero ein Albtraum, der wahr wird. Bist du soweit? Ich warte nur auf dich. Stephen King's Stark.